Hallo zusammen und frohe Weihnachten alle miteinander. Heute habe ich mal ein Live-Experiment mit euch allen vor. Und zwar kennen wir alle ja schon ewig diese Farbhaarkreide, dieses Farbhaarpuder. Und das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert und ich dachte jetzt zu den Feiertagen hin, also heute ist Heiligabend, heute Abend, werde ich das mal ausprobieren. Und zwar dachte ich mir ganz glamourös und festlich in Gold. Und zwar habe ich vor, und ich bin total gespannt darauf, mir goldenes Ombre-Hair mit diesem Puder einzufärben, so in die Haarspitzen, ab hier von der Mitte bis zum Ende. Und das ist dann ja auch auswaschbar, dann ganz einfach. Und falls mir das gefällt, und bin mir ziemlich sicher, dass das ganz cool aussehen wird in Gold, werde ich es auf jeden Fall auch an Silvester dann anwenden. Also falls ihr auch noch nicht wisst, wie ihr eure Haare an Silvester stylen wollt, vielleicht ist das jetzt mal vielleicht auch etwas für euch. Und für dieses Video verwende ich die Haarkreide von Tint in diesem schönen goldigen Ton. Und das ist die Farbnuance Golden Girl. Und da bin ich ja mal gespannt. Und man beginnt natürlich damit, dass man erstmal seine Kleidung bedeckt, damit die nicht schmutzig wird. Und das machen wir jetzt eben mal. Und dann natürlich sollte man am besten Handschuhe tragen. Muss man nicht, aber dann muss man sich hinterher auch nicht die Hände waschen und man saut sich ein. Und ich habe jetzt diese Creepigen vom Krankenhaus, weil mein Vater im Krankenhaus arbeitet. So, bevor ich beginne, bürste ich erstmal die Längen durch. Dann legen wir los. Wir nehmen eine Strähne, die ungefähr so dick ist. Und dann legen wir einfach die Kreide dran. So ab der Mitte. Und dann ziehen wir das einfach mal durch. Über die Kreide hinweg. Und dann von der anderen Seite natürlich auch. Und da könnt ihr schon sehen, dass die Spitze golden ist. Und ich gebe euch den Tipp, dass ihr die Farbe an der Mitte nur leicht auftragt und dann an den Spitzen so ein bisschen intensiver für so einen schönen, natürlichen Ombre-Hair-Übergang. Und da seht ihr schon, boah, das ist blond. Das ist ja krass. Das sieht aus wie vom Friseur gefärbt, so intensiv, ne? Ich guck mal. Es schimmert auch leicht, wenn man genau hinschaut, so ein bisschen subtil. Das ist ja nicht schlecht. Und so geht ihr dann Strähne für Strähne durch euer Haar durch. Und ich würde euch empfehlen, die Strähne so ein bisschen zu zwirbeln, damit die Strähne schön gleichmäßig von allen Seiten mit der Haarkreide bedeckt wird. Und was ganz wichtig ist, direkt nach dem Auftragen von dem Puder, dass ihr Strähne für Strähne mit Haarspray fixiert. Und das machen wir jetzt Strähne für Strähne im ganzen Haar. So, jetzt habe ich die linke Seite schon so ein bisschen durchgeombrehärt und mit Haarspray fixiert für einen längeren Halt. Und hier seht ihr zum Vergleich die ungemachte Seite. So sehen meine Haare normalerweise aus. Und so seht ihr den Ombre-Hair-Effekt. Und in echt sieht das nochmal ein bisschen intensiver aus, aber es ist ein sehr natürliches Ergebnis, wie ich finde. Was findet ihr? Geht so ins Goldene über, ne? Nicht so direkt krass blond, aber ich finde es schön. Und vom Nahen sieht man auch, dass es so ein bisschen funkelt. Das passt ganz gut in die Weihnachts-Silvester-Zeit. Ja, und das ist der Vorher-Nachher-Test. Und die restlichen Strähnen wollen wir jetzt auch nochmal einfärben mit dem Haarpuder. For One Night Effekt jetzt aus. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen facettenreicher sieht der Farbton jetzt aus und bei meinen dunklen Haaren würde das Ergebnis so natürlich ausfallen. Also mir gefällt es sehr gut. Ich mag es auch lieber, wenn es so natürlich übergeht und so ein bisschen golden wird, anstatt dass es direkt
in hellblond übergeht. Ich hatte ja schon mal Ombre her und da war ich ja nicht so zufrieden, weil es echt so kantig ausschaute. Aber so gefällt mir es echt gut und ja, das werde ich definitiv an Silvester auch machen. Und ich werde euch die Farbe, die ich jetzt habe, den Online-Shop dazu werde ich euch in die Infobox verlinken und da könnt ihr mal reinschauen. Da haben die nämlich ganz viele andere Farben auch noch und da kann man ja auch mit verschiedenen Farben so bunte Strähnchen machen und so ein bisschen experimentieren. Und ja, und selbst wenn es einem nicht gefällt, kann man es ja einfach rauswaschen eben und mir gefällt es echt gut. Ich finde es echt schön. Also ich finde es besser als das Ombre Hair, das ich mal hatte. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr diesen goldenen Ombre Hair Look findet an mir und ob ihr sowas auch gerne mal machen würdet und in welchen Farben ihr das cool fändet, so dieses Dip Dye Ombre Hair. Und ansonsten, wie gesagt, alle weiteren Infos in der Infobox. Und ja, genau, wie gesagt, schöne Feiertage wünsche ich euch allen und frohe Weihnachten. Und auch wenn ihr nicht Weihnachten feiert, wünsche ich euch trotzdem eine schöne, ja, geruhsame, chillige Zeit und ja, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!